Willkommen zum MS-Perspektive-Podcast. Ich bin Nele Handwerker, MS-Patientin, Bloggerin und Autorin. Ich bringe dir Interviews, Inspirationen und Informationen über das Leben mit MS und zeige dir Möglichkeiten auf, wie du die Krankheit positiv beeinflussen und das Beste aus der Diagnose machen kannst. Auf ms-perspektive.de findest du die Episodennotizen, 11 kostenlose Tipps als PDF und viele weitere Informationen. Und jetzt beginnt die Sendung. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und willkommen zu Folge 208, die unter dem Titel läuft Neuroprotektion, wie Bewegung das Gehirn schützen kann. Und dafür habe ich mir Dr. Mareike Schwedt zu Gast als Interviewpartnerin eingeladen. Sie ist Diplom-Sportwissenschaftlerin und Gründerin der Neurowerkstatt. Es ist wieder ein sehr spannendes Interview geworden, weil es eben nicht nur um das Thema Sport geht, sondern auch die emotionale Komponente und sie da ein recht ganzheitliches Angebot hat, was dir vielleicht helfen kann oder dich dabei unterstützt, einfach zu wissen, dass das, was du bereits tust an Bewegung, an Sport, genau das Richtige ist. Also viel Spaß mit dem Interview. Hallo Mareike, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und uns einen Einblick in das Thema Bewegung gibst und wie man dem Gehirn damit helfen kann, das zu schützen. Aber erstmal ein ganz liebes Hallo Richtung Darmstadt. Hallo liebe Nele, danke für deine Einladung. Es freut mich sehr, dass wir hier heute in diesem heißen Sommer 2023 zusammenfinden, um über mein Herzensthema zu sprechen. Dankeschön für die Einladung. Sehr gerne. Und bevor wir richtig loslegen, wäre es ganz lieb, wenn du dich ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellst, damit die wissen, wer ist denn eigentlich Mareike Schwedt? Ja, vielen Dank, liebe Nele. Wer ist diese Mareike Schwedt? Also die Überschrift ist eigentlich, ich bin Gründerin und Unternehmerin der Neurowerkstatt hier in Pfungstadt. Das ist mitten im Rhein-Main, Rhein-Neckar-Gebiet. Und als Sportwissenschaftlerin habe ich bestimmt einen sehr speziellen Weg gewählt mit dem Ergebnis, dass ich eben jetzt Menschen helfe, die neurologische Erkrankungen haben. Selbst komme ich aus dem Leistungssport. Ich habe Skilanglauf tatsächlich jahrelang gemacht und da natürlich schon in einer sehr intensiven Art und Weise in das Thema Sporttraining, Haltung zum Sport reingeschnuppert. Mittlerweile sieht mein Leben vielleicht auch geprägt von dem Leistungssport so aus, als Unternehmerin mit einem Doktortitel und 3 Kindern. Und wenn du mich fragst, was habe ich eigentlich für Hobbys, das steht hier auf meiner Liste, dann kann ich nur sagen, hey, ich war am Wochenende und es war großartig, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, weil ich mich erinnere, mit der Klasse 4a meiner jüngsten Tochter bei einem Köhler auf der Schwäbischen Alb. Und wir haben 2 Tage lang das Handwerk des Köhlers gelernt. Also wir haben kleine Meiler aufgebaut, das Ganze angezündet und am Ende mit 25 Kindern 62 Kilo Kohle geerntet. Und wir waren draußen in der Natur und da bin ich. Also es hat einfach richtig Spaß gemacht. Und das prägt mich vielleicht so, dass ich immer sehr in der Natur auch nach meinem Ausgleich schaue, dass ich immer wieder zu mir komme, um so dieses Leben gut zu meistern, sagen wir mal so. Sehr schön, wunderbar. Aber zurück von den Köhlern und der Natur zum eigentlichen Thema heute. Und erstmal ganz kurz vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, wäre es super, wenn du erklärst, was bedeutet denn Neuroprotektion und was genau soll geschützt werden und wodurch? Ja, Neuroprotektion übersetzt heißt es ja, der Schutz des Nervensystems können wir irgendwie durch irgendwelche Mittelchen, Maßnahmen, vielleicht sogar durch Sport, das Nervensystem so anregen, dass es sich schützt, dass wir neuroprotektiv, neurorestaurativ ist vielleicht noch so ein zweites Wort, arbeiten. Was bedeutet das? Das bedeutet, unser Nervensystem, zentrales Nervensystem, hat eine gewisse Plastizität. Es ist in gewissen Grenzen formbar und anpassbar. Und wenn ich jetzt die MS-Erkrankung oder andere neurologische Erkrankungen da zustelle, wo aus irgendwelchen
Ursachen Läsionen im zentralen Nervensystem, bei MS ja an verschiedenen Stellen, also in Klammern die 1000 Gesichter, wie wirkt sich das aus, mir anschaue, können wir da schaffen, das Nervensystem so gut, wie es geht, zu erhalten unter den Bedingungen, die wir hier haben, unter den entzündlichen Bedingungen, unter den der Diagnose einer MS. Und warum hast du deinen Fokus auf Neuroprotektion gelegt und auf welche Erkrankungen konzentrierst du dich in deinen Angeboten? Ich weiß, es ist ja nicht nur die MS. Ja, genau. Ja, als ich da 2003, 2004 angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, was wie immer ein reiner Zufall war, war damals eine Studie rausgekommen, die hieß License to Run, Lizenz zum Rennen. Können wir etwa durch Sport und Training das intakte wie auch das erkrankte Zentralnervensystem schützen? Und das war ein Aufruf von Neurowissenschaftlern, also von Menschen, die tierexperimentelle Studiendesigns durchgeführt haben, die gezeigt haben, hey Mensch, die Maus, die hier gerannt ist, die MS, die Parkinson-Maus, die Schlaganfall-Maus, die konnte durch Rennen, also ja, was Mäuse halt machen, große Teile der Symptome einfach gar nicht ausbilden, also sich davor schützen. Und was war der Stoff, der da freigesetzt wurde? Der nennt sich BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor, also ein hormonähnliche Substanz, die wir alle im Blut haben und eigentlich jeden Tag dabei sind, unser Nervensystem aufrechtzuerhalten, zu schützen. Und hier eben jetzt mit dem Fokus MS, was hat das für eine Bedeutung? Was hat das für eine Wirkung? Und wir wissen, bei all diesen neurologischen Erkrankungen und auch also Schlaganfall, Depression, Querschnittlähmung, Diabetes, MS, Parkinson und so weiter, im Verlauf der Erkrankung ist die Menge des BDNFs im Blut reduziert. Also müssen wir, das war die Ausgangssituation, mit Sport und Training dafür sorgen, dass wir diesen Level erhöhen können. Das habe ich noch nicht verraten. Ja, Sport ist da sehr, 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 sehr wirkungsvoll, maximal wirkungsvoll. Und das war eigentlich der Auslöser und da ging die Forschung eigentlich los. Ja, wie können wir das auf den Menschen übertragen? Also ihr habt gehört, 2003, da war das mit dem Sport noch nicht so in Mode mit MS. Mittlerweile haben wir ja hier jede Menge exponentiell steigende Studienergebnisse, wie wirkungsvoll und wichtig Sport und Training ist. Wunderbar. Und wie ist das? Welche Art von Bewegung hilft denn bei der Neuroprotektion? Soll ich immer das Gleiche machen? Beziehungsweise wie wichtig ist Abwechslung, um vielleicht wirklich das volle Potenzial zu nutzen? Ja, also wenn ich das jetzt reduziere auf Training und Sport, wir werden gleich noch mehr in die Tiefe gehen und was noch. Es ist tatsächlich das abwechslungsreiche Trainieren. Und mein Fokus war sehr auf das Thema Mobilität, also Gang und Gleichgewicht. Und an diesem Beispiel kann ich das ganz gut erklären. Wenn ich eben sage, aufgrund der MS begeht sich jeder potenziell in eine Art Schonhaltung. Das kann so sein wie emotional. Oh Gott, was kommt da auf mich zu? Ich schone jetzt mal lieber meinen Alltag. Ich habe hier Sorge, dass ich nicht genug Energie am Tag habe und dadurch reduziert sich messbar die Gangstrecke. Das kann aber natürlich auch sein, nach dem letzten Schub sind Läsionen geblieben und oder eine Spastik und das Gehen und das Gleichgewicht ist automatisch reduziert. Und dann fällt man quasi in ein Gang- und Gleichgewichtsmuster, immer das Gleiche zu tun und nicht raus, und das ist ein gemeines Wort an der Stelle, raus aus seiner Komfortzone zu kommen. Also bitte nicht, lasst euch davon nicht triggern jetzt, ich habe gerade kein besseres Wort. Was ich damit meine, ist aber durch Variation sehr spielerisch zu lernen. Aha, wie kann ich denn jetzt mit meinem eingeschränkten Bein schaffen, es so hoch, wie es heute geht, das zu heben? Oder wie kann ich mein Gleichgewicht fördern, indem ich irgendwie über Kreuz gehe? Oder bei Menschen, die
eher fitter sind? Wie können wir balancierend, balljonglierend nach links und rechts ein Lied pfeifen? Das wäre eine maximale Variation, die mir gerade eingefallen ist. Und eben um so viel, use it or lose it ist das Wort, was ich gerade beschreibe, so viel des Nervensystems, des Könnens zu nutzen, wie eben heute für dich geht. Und ich weiß, bei der Hitze ist morgen ein ganz anderer Tag. Wie kannst du das also morgen an der Stelle schaffen oder eben einfach lassen, weil es zu heiß ist, ja? Und das ist so die Grundhaltung, ja? Ressourcenorientiert, schauen, was geht und in die Variation, in das Spielerische gehen. Ja, Punkt. Genau. Jetzt hast du schon alles ein bisschen die Überleitung für mich gemacht, weil wir wollen jetzt ein bisschen mehr noch reinschauen in das Thema Neuroprotektion für Menschen mit MS. Wie unterstützt du denn konkret Menschen mit MS ins Tun zu kommen und Bewegung dauerhaft im, ja, turbulenten Alltag zu integrieren, wo man eben Familie und Beruf und vielleicht irgendwelche anderen Dinge aufgrund der MS hat und auch noch Essen kochen muss, mal ab und zu schlafen muss und das, diesen Platz für den Sport finden muss? Ja, das ist eine große Frage. Also die Grundlage, mit der wir arbeiten, ist das von mir entwickelte neuroprotektive Exercise-Protokoll, wie wir ja darüber schon gesprochen haben. Und wir haben jetzt erstmal über den Teil gesprochen, der sagen wir mal, sehr mechanistisch ist, was passiert, wenn ich Bewegung reingebe, was ist also eben die Lösung oder was können wir dem Nervensystem eben anbieten, dass es zum Beispiel, das habe ich eben gar nicht erwähnt, dass Schübe seltener kommen aufgrund des Trainings und oder Schübe dann auch nicht so heftig sind oder aber auch die Symptome wie Mobilität und Gleichgewicht sehr gezielt zu trainieren mit Variation. So, das ist das eine. Aber jetzt kommt eben turbulent zwischen 20 und 40, weiblich, Powerfrauen ohne Ende, Familie, Job, alles unter einen Hut bringen. Die Forderungen von außen, aber auch von innen möglicherweise, sind grenzenlos. Und wo fangen wir da an? Und ich möchte sagen, das ist ein sehr individueller Prozess. Das erste ist ja, ich feiere Menschen, die entscheiden, ich gehe das jetzt für mich an. Ich schaue meine Themen an. Ich möchte meine Ressourcen entdecken. Ich möchte meine MS an die Hand nehmen. So. Und wo ist dann das Potenzial mit Kindern und mit Job? Und hier beginnt jetzt vielleicht schon das Coaching, was ich eben auch mache, dann zu sagen, gibt es Möglichkeiten, tatsächlich Aufgaben abzugeben? Wie geht es dir aber damit, wenn du das tust? Und kannst du dann entspannt für dich sorgen mit all diesen Tools? Wir reden ja nicht nur von Sport und Training hier. Du kannst ja den ganzen Lebensstilfaktoren aufmachen von Ernährung, Entspannung, Meditation. Ich war gerade beim Lach-Yoga und beim heilsamen Singen, ja. Also nur, das funktioniert ja nur, wenn du dir ehrlich für dich selbst die zeitlichen Ressourcen geschaffen hast. Und ja, das ist vielleicht so der Coaching-Part. Was dazwischen vielleicht kommt, ist, okay, wir haben das Thema Neuroprotektion. Was braucht denn hier eigentlich so ein Körper dann? Kraft, Ausdauer, was noch? Beweglichkeit und sehr gezielt, was mache ich mit der Spastik und so weiter? Und wie kann ich dich motivieren, tatsächlich in die Handlung zu kommen, tagtäglich, für dich, wenn du das Thema Sport als dein Medikament sozusagen mit integrieren möchtest, tagtäglich zu nutzen. Und das hängt einfach ganz eng zusammen. Ja, manchen gelingt das, sehr für sich dann sofort zu sorgen. Und andere, da weiß ich, okay, es hängt einfach an den drei Kindern, die da zu Hause sind und versorgt werden wollen. Woher soll die Zeit denn jetzt kommen? Und da sehr individuell hinzuschauen und kleine Lösungen zu finden, vielleicht für den einen und so schrittweise, das sind Prozesse, in die Veränderung zu kommen. Ja.
Und jetzt habe ich gerade festgestellt, meine Planung der Podcasts ist ein bisschen ungünstig. Also wenn du da draußen in 2 Wochen dann den Podcast mit Professor Dr. Philipp Zimmer hörst, der nämlich genau über das Thema Sport auch nochmal spricht und auch empfiehlt, dass zum Beispiel so ein Personal Trainer oder eben so ein Coach wie die Mareike Schwedt echt günstiger ist, um die Sache umzusetzen, dann vielleicht nochmal in das Interview jetzt reinhören. Aber ich muss auch mal ein bisschen gucken, wie ich es plane. Ich habe das Interview schon geführt und da ist ganz viel von dem Basis eigentlich für unser Interview heute, aber die Reihenfolge, naja, manchmal ist es eben das Leben mit Kind, was ich ja auch habe, ein bisschen komplex. Also da gerne auch nochmal in das Interview reinhören und dann vielleicht nochmal hier in das mit Mareike, weil er erklärt das sehr gut, wie wichtig er das eigentlich auch findet, da eine individuelle Betreuung zu machen, damit man es schafft, das dauerhaft umzusetzen. Aber jetzt zurück zum Interview hier. Für wen eignet sich denn der Extremsportparcours? Weil ich weiß, du bietest auch sowas an. Und wie sieht das Training auf dem Parcours aus, wenn man vielleicht MS-Symptome hat wie Spastik, Schwäche oder Koordinationsstörungen? Ja, das ist auch ein Herzensprojekt von mir, Parcours. Ich spreche nicht von irgendeinem Parcours, den ich aufgebaut habe, sondern ja, von, nur falls es jemand da draußen nicht glaubt, von Parcours, wie es damals, wann war das, 2000er, die 18, 16-jährigen Jungs über Hausdächer gesprungen sind. Und ich habe selbst für mich Parcours eben auch entdeckt und damit eine Möglichkeit aus dem Leistungssport kommen, Training und Sport so spielerisch und so befreit zu sehen und gleichzeitig so effizient zu arbeiten, dass es alles in einem ist. So. Und dann habe ich in London die Kasturi Tokia kennengelernt, die in dem Bereich geforscht hat. Wie können wir Parcours therapeutisch machen, war ihre Fragestellung. Und so begann eigentlich ein Prozess, ja, Parcours für Parkinson, Parcours für MS. Wie geht sowas? Wie können wir das transportieren? Ist das eigentlich möglich? So, jetzt sammle ich mich kurz. Wie war die Frage? Für wen eignet sich der Extremsportparcours? Ich gebe ein Beispiel, weil mein erstes Versuchsobjekt war eine 25-jährige Frau, gerade im Beruf gewesen oder ist im Beruf. Und dann die MS-Diagnose wurde relativ schnell zu mir vermittelt. Und in ihr war der Gedanke, Rollstuhl, sehr massiv. Und gleichzeitig, sie war rechtzeitig, hat sie ihr Oberschenkel nicht gespürt und konnte auch gar nicht joggen oder irgendwas Schnelles tun an Bewegung. Und gleichzeitig aber war alles da, was man braucht für Sport. Ja, also welche Anteile hatte jetzt hier der Kopf? Welche Anteile der Körper? So, was haben wir gemacht? Ich habe gesagt, hey, du bist geeignet. Ich mache hier was mit Parcours. Und wir sind, ich schweife aus, ich weiß. wir haben das Ganze angefangen. Das fängt so an, dass man auf allen Vieren auf dem Boden wie ein Tiger krabbelt. Und du weißt, du alleine die Vorstellung, du merkst jetzt schon, allein die Vorstellung, du krabbelst auf dem Boden, es ist einfach anstrengend. Und das ist das Aufwärmen. Und dann fängst du an mit Sprüngen. Du fängst an mit Präzisionssprüngen. Und wie geht das? Ja, ich gebe dir beide Hände und du versuchst es und du versuchst es. Und die Muskeln und die Nerven, die erinnern sich. Und du machst den Sprung, du machst den kleinen Sprung, du machst den großen Sprung. Und alleine, wenn ihr hier zuhört, in der Lage, in der Situation, wo die Person war, hey, was macht das emotional damit, wenn du merkst, hey, guck mal, ich kann es und ich habe mir die Aufgabe so klein gemacht, dass ich Schritt für Schritt aus diesem alten Muster, das ist die MS, es geht also nicht mehr, rauskomme. Was haben wir am Schluss gemacht? Wir sind Mauern hochgesprungen. Die gute ist eine 1,50 Meter hohe Mauer hochgesprungen. Anlauf, Fuß drauf, Hände hoch, zack, irgendwie hochziehen. Natürlich haben wir das auch eingeteilt in kleine Stücke. Aber hey, wenn du da oben sitzt und hier, ihr seht es nicht, aber die Siegerpose machst, ja,
was soll dir dann im Alltag bitte passieren mit der MS? Natürlich hast du deine Ressourcen dann so aktiviert, dass du sagst, klar gehe ich zu dem Fest, klar nehme ich mir den Job an, klar kriege ich jetzt Kinder, ich habe die Kraft, ich habe gespürt, was hier möglich ist. Und das ist ganz weit weg von, hey, komm, gehen wir mal ins Fitnessstudio und machen 20 Wiederholungen an der Beinpresse, weil Sport ist irgendwie wichtig, ja. Also das ist eine sehr emotionale, körperliche Sache. Und ihr könnt euch auch vorstellen, wie viele Denkgrenzen wir da überwunden mussten. Ich selbst auch. Kann jemand mit der MS eine Mauer hochspringen? Ich weiß es nicht. Ja, wir fangen mal an. Ja, so, und die zweite Frage, wo ist es nicht geeignet? Parkour ist mehr eine Haltung als ein Extremsport, wenn man es therapeutisch, auch für die Extremsportler. Es ist immer die Frage, ich habe hier ein Hindernis, wie komme ich mit meinen Händen, mit meinen Füßen, mit meinen Einschränkungen irgendwie darüber und hole ich mir Hilfe? Und das heißt, es gibt ein schönes Video hier bei jemandem, dessen MS eher das Kleinhirn mit betroffen ist, also sehr ataktische Bewegungen. Und wir machen einen coolen Tripod über eine Bank, ja. Und da kriegst du Gänsehaut einfach. Er setzt alle seine Arme und Beine ein, schafft es, sein Gleichgewicht zu halten und sein schwächeres Bein da irgendwie rüberzubringen. Und auch danach das Gefühl, wow, habe ich geschafft. Und eben nicht reduziert auf dieses, komm, wir machen noch eine Gangbahn, wir trainieren noch mal. Ja, komm, für dein Gleichgewicht. Also es nimmt auch weg diesen Auftrag von, ich gebe Training A rein und erwarte Ergebnis B, sondern wir spielen, wir sind ganz körperlich in Bewegung. Sehr schön. Und offensichtlich ja immer so kleine Schritte, um das Selbstbewusstsein zu erhöhen. Ne? Du hast jetzt zwar den Begriff gar nicht gebraucht, aber ist ja sehr gut beschrieben, dass du sozusagen das Selbstbewusstsein so ganz langsam anfängst zu steigern, bis dann die Person wirklich merkt, hey, ich kann ganz viel und vielleicht finde ich eben meinen Weg da über die Mauer, über den, was auch immer, Fahrradständer oder was, ne, was das jeweilige Hindernis halt dann ist, was derjenige überwindet. Sehr schön. Selbstbewusstsein und das Körpergefühl. Was kann ich mit meinem Körper, wo ich eben noch gedacht habe oder vielleicht eine Wut hatte oder irgendwas, Mensch, warum geht das nicht? Ja, habe ich so, ach, wenn die Leute mit ihren Beinen sprechen, die nicht funktionieren, ja, dann funktionieren sie und dann können wir dann mal Danke dazu sagen. Ja, ganz echt wirklich. Also das ist eine Veränderung und das ist subtil klein, aber ich sehe die Leute im Alltag dann und es verändert sich was. Schön, schön, richtig schön. Wie kann es denn Menschen mit Multipler Sklerose gelingen, Sport nicht als Last, sondern als wichtigen Baustein für Wohlgefühl und Freude zu empfinden? Also jetzt einfach mal, dieses Spielerische wird ja trotzdem vielleicht nicht für jeden Typus was sein, ne? Und deshalb bietest du ja auch verschiedene Dinge an. Wie schaffst du das? Ja. Also wovon wir heute noch nicht gesprochen haben und was, glaube ich, in unserer Arbeit eine sehr große Rolle spielt, ist das Wissen um die Bedeutung des autonomen Nervensystems als in der Interpretation von Porges der Polyvagaltheorie. Ohne jetzt viel auszuholen, möchte ich nur abkürzen, das autonome Nervensystem schützt uns vor Gefahr, und zwar den ganzen Tag. Und wenn ich mir vorstelle, über eine MS-Diagnose allein, aber auch das Wissen, ich habe eine Studie vor 4-5 Jahren gelesen, ich weiß nicht die Prozentzahl, ist Trauma eine Folge von MS als Auslöser zu einem gewissen Prozentsatz, dann meldet das autonome Nervensystem sehr, sehr schnell Gefahr im Alltag. Und dann hast du die MS noch mit dazu, die durch Gleichgewicht oder finde ich die Toilette, bin ich hier sicher, wenn ich die Freundin XY besuche, weil da muss ich die Treppe hochgehen. Also lauter Dinge. Für mich ist übrigens Gefahr, mein autonomes Nervensystem meldet heutzutage Gefahr, wenn ich mein E-Mail-Postfach öffne. Das haben wir alle ja so, oh Gott, was kommt da jetzt auf mich zu? Also lauter Input in dieser neuen Welt und die MS und eine mögliche Traumageschichte, die da im Hintergrund rauscht, führen dazu, dass dein, sagen wir, Toleranzfenster, um Gefahr zu melden,
kleiner geworden ist und man relativ schnell in einen Fight-Flight-Modus, Sympathikoton, mündet. Ja, also und in dem Moment kriegt man eigentlich, interpretiert man die Dinge maximal negativ und nicht gesund. Ja, ich muss ein bisschen lachen, weil wenn ich das selber dann immer reflektiere, wieso, es ist einfach bekloppt. So. Und auf der anderen Seite, wenn das chronisch ist, die Stressoren immer und immer und immer wieder kommen, was ja bei vielen Menschen so ist, und mit MS ist die Gefahr viel größer, dass wir wie kollabieren, dass wir wie im Autopilot, wie abgespalten von unserem Körper, wir spüren uns gar nicht. Es ist alles wie in einem Nebel, einem kognitiven Fatigue, möchte ich sagen. Das könnte sein. Und wie soll ich mit jemandem, der da steckt, spielen? Ja, das ist ja die Frage von dir. Und über das Bewusstsein, dass das autonome Nervensystem eine sehr große Rolle spielt und dass du verstehst, wo steckst du denn jetzt hier eigentlich? Bist du jetzt gerade als Reptil im Autopilot und machst dich klein, ja? Oder bist du der Tiger, der hier powert, habe ich auch. Ja, die Arbeitswütende haben wir alle. Das ist ja nicht nur MS, ja, aber wirklich die ganze Energie auspowern in den Job und wie so ein Kampf das Ganze verstehen und dann sich abends noch um die MS kümmern, woher denn bitte, ja? Und das zu verstehen und für sich anzuerkennen und dann zu schauen, wo stecke ich denn den ganzen Tag, um dann die Erlaubnis zu haben, okay, das ist für mich ein guter Grund, hier mal was zu ändern. Und dann gibt es einfache Augenübungen, da gibt es was mit Abklopfen, das sind erstmal so einfache Selbstübungen. Das heilsame Singen, dann, ich bin übrigens bei den singenden Krankenhäusern Dozentin, deswegen feiere ich das so, ich mache das auch selber, könnte ein Zugang sein. Es gibt aber auch ganz, ganz andere Methoden, die jetzt nicht ganz so spielerisch sein müssen. Aber ich bin ganz gut da drin, die Leute zum Spielen zu bringen, abgesehen davon. Ich habe mir die Frage so noch nie gestellt. Genau. Und also das heißt, wir sorgen für Sicherheit, wir sorgen für Verbundenheit, wir sorgen dafür, alles ist gut. Und das ist, glaube ich, auch eine Qualität, die es in dem normalen Gesundheitswesen noch nicht so oder keine Zeit dafür. Ja, das gibt es nicht. Und ich glaube, ich habe die Frage irgendwie beantwortet. Ja, genau. Jetzt hast du auch Online-Kurse. Welche Aspekte der Neuroprotektion bildest du denn darin ab? Und kannst du uns vielleicht mal die verschiedenen Angebote kurz vorstellen? Ja, also allerlei, alles. Da ist alles drin. Ich habe einen großen Kurs, da ist die Schulung und die ganze Theorie wie auch Praxis mit drinne, wie und auch Krafttraining, Ausdauertraining, das komplette Programm, aber auch, wie ist eigentlich die innere Haltung zu mir, zu meiner MS, sind da Stressoren. Und dieses Programm läuft über ein halbes Jahr, so dass wir halt wirklich sagen, über das halbe Jahr hast du Zeit, Training und Sport und Neuroprotektion in deinen Alltag Stück für Stück zu integrieren. Und wir schauen auch per Zoom-Coachings genau auf deine Trigger-Themen. Das heißt, du kannst asynchron trainieren, wann du eben Zeit hast. Also ich habe das so aufgezeichnet, dass du mit mir trainierst. Die Leute freuen sich, weil ich auch außer Atem bin. Das motiviert irgendwie, keine Ahnung. Ich habe es dann weiter so gemacht. Und ich mache es genauso wie jetzt hier in diesem Podcast. Ich bin da als Mensch und nicht wie so ein Roboter, der sagt, okay, jetzt bitte nochmal den linken Arm strecken und anspannen. Nein. Ich mache das sehr gelöst und locker. Also das motiviert die Leute sehr. So, dann habe ich noch einen 30-Tage-Kurs. Ich glaube, bisher hat den noch keiner in 30 Tagen geschafft. Der ist gültig fürs ganze Leben. Und hier gibt es jeden Tag eine Viertelstunde Bewegungsangebot, was sehr kunterbunt ist, was sehr spielerisch ist, was sehr koordinatives, wo auch kognitive Sachen mit dabei sind und es einen die Leichtigkeit zur Bewegung vermittelt und auch dieses Verbissene rausnimmt. Also, dass du wirklich rechtzeitig Pausen machst, dass du weißt, es ist jetzt gut und trotzdem aus dieser Komfortzone, wie ich es eben genannt habe, immer wieder rauskommst. Und
da steckt dann auch Krafttraining und Ausdauertraining drin, bis hin zu Parkourtraining und eine Begleitung auch von mir. Das ist online und dann habe ich noch einen ganz kleinen Kurs, da geht es mehr darum, Trainingsplanung, warum soll ich trainieren und wie plane ich das in meinen Alltag, wer da einfach ein bisschen Handlungshinweise haben möchte. Okay, super. Und hast du denn vielleicht ein spezielles Angebot für meine Hörerinnen und Hörer? Aber natürlich, lass mir mal nachgucken, jetzt habe ich geblättert. Also ich dachte mir, zu meinen Online-Kursen gibt es über einen bestimmten Rabattcode, den wir hier unten auch benennen werden, 10% Rabatt für meine Online-Kurse und auch für meinen Workshop. Das Ganze begrenzen wir vielleicht bis zum Jahre 2023 und das stelle ich so ein. Und wenn da auch Fragen im Vorfeld sind, einfach anschreiben. Also der Kontakt ist sehr kurz zu mir, einfach schwed@neurowerkstatt.de. Schwed wird geschrieben S-C-H-W-E-D, steht aber unten auch in den Shownotes. Und wer aber persönlich zu mir kommen möchte und von weiter her kommt, am 3., 4., 5. November werden wir einen Workshop vor Ort machen, wo wir alles integrieren, was ich heute genannt habe. Von dem Spielerischen über das Variierte, über was ist für meine Symptome geeignet, wie geht Trainingsplanung bis hin zu Parcours. Also ich glaube, das wäre auch eine sehr feine Sache. Okay, und sowas gibt es, also nur für den Fall, jemand hört das sozusagen nach November, du bietest immer mal auch Präsenzsachen an und die findet man dann auf deiner Webseite oder fragt am besten nach wahrscheinlich. Ne? Also diese Workshops mache ich Februar und November jedes Jahr. Okay. Die Online-Kurse sind immer möglich. Ein Premium-Coaching eben auch, wenn jemand sagt, ich will hier auf gar nichts warten, ich will die Frau Schwed hier persönlich, das mache ich sehr, sehr gerne auch. Es ist eine sehr schöne, sehr effiziente Arbeit, weil wir hier auch tagtäglich Kontakt über Messenger-Dienst tatsächlich haben und da ist für Motivation garantiert sozusagen, ja. Wunderbar. Cool, dann kommen wir auch langsam zum Ende vom Podcast. Welchen Durchbruch in der Forschung oder Behandlung der MS wünschst du dir denn in den kommenden 5 Jahren? Ja, über die Frage musste ich erst ein bisschen nachdenken, dann schmunzeln und irgendwie, ich finde, es ist ja irgendwie verzerrt in der Forschung, wo sitzt denn eigentlich das Geld und wo ist was zu erwarten? Ich bin mir sicher, in der Pharmabranche wird etwas weiterentwickelt. Aber wenn du mich fragst und wenn ihr zugehört habt, was ich mir wünschen würde, dann ist es mehr, lass es mich aussprechen, ein Paradigmenwechsel im Gesundheitssystem. Denn wenn die Menschen zu mir kommen und ich höre, wo sie nicht gesehen werden, wo sie nicht abgeholt werden, wo sie eine Nummer im System tatsächlich sind, dann macht das was mit mir. Und wir fangen hier die Themen auf einer ganz anderen Art und Weise eben auf Augenhöhe, mit Zeit und zu schauen, was sind deine Ressourcen, was brauchst du? Und ich möchte deine Selbstbestimmung und deine Autonomie bewahren mit dem, was wir hier anbieten. Und wir hören sehr, sehr, sehr genau zu und schauen, du als Mutter mit 3 Kindern, was brauchst du denn jetzt? Oder du als ehemaliger Kraftsportler, wo hole ich dich denn jetzt ab? Und ich weiß, es gibt einige Bemühungen in die Richtung, nur es ist so wie, okay, es wird um dich gekümmert von Neurologensicht und es ist wie so ein Nebenprodukt Sport und Ernährung und sowas und der Mensch an sich. Und dass der Mensch wirklich im Mittelpunkt steht, das würde ich mir wünschen. Sehr schön. Ja, aber genau, da gibt es auf jeden Fall Tendenzen, dass das mehr und mehr passiert, einfach weil das auch kosteneffizienter dann irgendwie ist. Und man es mit KI. Wenn man es mit KI angeht und sich sozusagen, ich bin ja da immer ganz, ganz pragmatisch, wenn man sich anschaut, dass jemand zwischen 20 und 40 die Diagnose bekommt, ja. Im Durchschnitt,
eigentlich lange arbeiten geht und falls er aber nicht gut behandelt wird, ganzheitlich behandelt wird und individualisiert behandelt wird, eventuell vorher aus dem Berufsleben austritt und damit ja auch nicht ins System einzahlt oder eben individualisiert behandelt wird von der verlaufsmodifizierenden Therapie begonnen, von Untersuchungen begonnen, zu gucken, was ist die sozusagen, welche Art von Untervariante der MS hat diese Person und die dann gezielt zu behandeln, ist es, glaube ich, auch wenn es scheinbar erstmal eine Menge Kosten verursacht, am Ende effizienter. Doch, glaube ich. Und ich glaube, das gilt auch für andere Erkrankungen, die man zumindest in jungen Jahren bekommt. Ne? Also sicherlich noch was anderes im höheren Alter vielleicht. Da kenne ich mich einfach zu wenig aus. Aber bei so jungen Menschen, die voll im Leben stehen und eventuell, nachdem sie gerade erst die Ausbildung abgeschlossen haben, weil sie zu spät diagnostiziert werden, weil sie zu spät behandelt werden, weil sie nicht individualisiert behandelt werden, sozusagen eben ja gar nicht in der Lage sind, ihrem Berufsleben nachzugehen, glaube ich, ist es kosteneffizienter, individualisiert vorzugehen. Und das kann man mit KI und einem Paradigmenwechsel im Gesundheitswesen, der es irgendwie straffer, effizienter ist, wo Sachen abgenommen werden von der Bürokratie und man hingeht zur eigentlichen Behandlung und Betreuung, ist es meiner Meinung nach möglich. Aber vielleicht bin ich da auch naiv. Who knows? Nele, du machst doch das Studium dafür. Also da sprach jetzt eben die Studentin raus und das gibt mir sehr viel Hoffnung, dass wir uns da quasi finden, ja, weil ich lebe das ja schon letztendlich und das ist so wertvoll, dass du das eben transportierst und weitergibst und melde mir, sag's mir, erzähl mir, was passiert. Ja, bin sehr neugierig. Es ist eine Chance. Ja, absolut. Und ich glaube, der Druck ist einfach da, weil ansonsten das System crasht. Insofern, der Druck ist da. Und das bietet dann aber wieder Chancen. Ich bin ja ein Optimist. Insofern sehe ich jetzt nicht die riesigen Probleme, aber ich sehe, dass der Druck entsteht, weil es passieren muss und hoffe, dass es dann auch sinnvoll genutzt wird. Möchtest du denn den Hörerinnen und Hörern noch was mit auf den Weg geben, Mareike? Ja, ihr Lieben. Erstens, ich hoffe, ich konnte euch motivieren und begeistern und aus eurer Schublade rauskramen, was ihr schon alles Spielerisches, Schönes, Bewegendes entdeckt habt und es gerade jetzt wieder zu beginnen oder euch auf die Schulter zu klopfen, weil ihr sowieso aktiv seid und ich euch einfach nur bestätigt habe. Und nutzt wirklich dieses wirklich einfach zu kriegende Tool Sport und Bewegung für euch und bleibt in Gespräch mit euren mitbewegenden MSlern oder auch anderen. Nutzt die Gemeinschaft und nutzt, was es da draußen gibt. Ich denke, es gibt so viele Angebote und immer wieder offen zu bleiben und neugierig, was kommt da auf mich zu, das möchte ich mitgeben. Und warte, ein Zitat noch, was hier immer hängt. Fange nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen, das ist nicht von mir, sondern von Marcus Tullius Cicero. Ich bin kein Cicero. Cicero. Ich habe schon beide Varianten gehört. Das gebe ich euch mit. Wunderbar, sehr schön, genau. Und nochmal ganz zum Abschluss, wo findet man dich im Internet, Mareike? Ja, na klar. Man findet mich bei www.neurowerkstatt.de und da klickt ihr am besten bei MS. Und man findet mich sehr aktuell bei Instagram. Das ist Dr.Schwed_Neurowerkstatt. Das werden wir hier auch verlinken. Bei LinkedIn und bei Facebook. Und da habt ihr mich auch per privater Nachricht immer in Kontakt. Also ich antworte da auch mal schnell auf Fragen. Genau, wunderbar. Liebe Mareike, vielen Dank. Vielen Dank für deine Initiativen, also natürlich auch an dich und dein Team. Du bist ja da auch nicht ganz alleine. Und ja, für dich da draußen, also Bewegung ist wirklich was ganz Tolles, wie sagte einer bei uns im Studium. Das ist die sozusagen die verlaufsmodifizierende Therapie, die ohne Nebenwirkungen kommt. Ich bin trotzdem ein ganz großer Fan von alles nehmen, was geht. Also viel hilft viel bei der MS. Vorbeugende Therapie nehmen, Sport machen, gesunde Ernährung, glücklich sein versuchen und auch immer checken, damit man auch irgendwelche schleichenden Sachen sieht. Wer das ganze Portfolio nutzt,
zum Nichtraucher wird etc., der kann, glaube ich, ein ziemlich gutes Leben trotz MS führen, für die allermeisten. Und für die anderen hoffe ich, dass da ganz viel auch noch im Rahmen der Forschung passiert und weiß, dass dem so ist. Also, danke an dich, Mareike, und an dich da draußen. Viel Spaß beim ins Tun kommen oder beim im Bewegtbleiben. Ja. Tschüss. Vielen Dank, Nele, und tschüss. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest wieder das ein oder andere Spannende für dich mit rausnehmen. Und vielleicht bist du ja auch ein bisschen inspiriert, mehr interessante Bewegungen in deinen Alltag einzubauen, sei es nun mit Unterstützung oder einfach, indem du auf dem nächsten Spielplatz vorbeischaust oder in der Natur balancierst, versuchst irgendwelche Hindernisse zu überwinden, was auch immer, je nach deinen Möglichkeiten, die du hast. Und was ich fand, was eine ganz wichtige Kernaussage war, wenn du Einschränkungen hast, dann vielleicht erstmal ganz kleine Schritte machen. Schauen, okay, die klappen irgendwann und dann dich immer so Stück für Stück weiter voranarbeiten. Also das fand ich war eine ganz, ganz wichtige Message, die Mareike da ausgesendet hat. Beim nächsten Mal begrüße ich übrigens Dr. Julia Hautz zu Gast im Interview. Sie ist MS-Patientin und Coachin für berufliche Neuorientierung und psychologische Beraterin. Wir sprechen über ihren Weg mit der MS, aber natürlich auch das, was sie anbietet, wie sie versucht, MS-Patienten und Patientinnen zu unterstützen. Und sie hat auch einen eigenen Podcast. Ich finde ja Podcast total toll, deshalb mache ich ja auch einen. Und über ihren Podcast werden wir auch sprechen. Also, ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Ich freue mich, wenn du anderen von dem Podcast erzählst. Und natürlich auch immer über Anregungen, Feedback und. Und denk dran, mach das Beste aus deinem Leben. Tschüss! Danke, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe, du fandest es hilfreich. Vielleicht interessieren dich auch die bereits erschienenen Episoden und Beiträge, die du unter ms-perspektive.de/podcast findest. Du kannst auch ein kostenloses PDF mit 11 Tipps für deine positive Einflussnahme auf die MS unter ms-perspektive.de/newsletter erhalten. Wenn du mit mir in Verbindung treten möchtest, erreichst du mich unter ms-perspektive oder auf Instagram unter ms.perspektive. Bis zum nächsten Mal.